Wir haben uns gedacht, anlässlich des 15. Todestages Paulo Freires wäre es ja interessant, wieder mal eine größere Veranstaltung zu machen mit einem Referenten, einer Referentin, die dazu uns mit einer anderen Perspektive vielleicht unterstützen kann beim Nachdenken über Freire. Der eigentliche 15. Todestag war ja am 2. Mai und ist nicht am 10. Mai, dass der heutige Abend ist. Und diese kleine Distanz von 8 Tagen soll vielleicht auch ein wenig ein Zeichen sein, dass es jetzt nicht so eine Gedenkveranstaltung ist, wo jetzt alle traurig sind, dass Freire uns vor 15 Jahren verlassen hat. Das darf man auch sein. Aber dass es uns durchaus auch um einen distanzierten Blick drauf geht, einen kritisch reflektierenden Blick. Ich bin ein großer Freund seiner Reflexionen, aber ich denke, es gilt auch, wenn man im Sinne Freires denkt, auch das kritisch durchzudenken und sozusagen für die eigene Realität mit etwas Distanz sich auch anzuschauen. Er ist in einem gewissen Sinn vielleicht ein alter Meister, aber ihn respektieren heißt ihn auch kritisch diskutieren. Das würde er oder hat er immer in seinen eigenen Texten auch gefordert, das nicht nachzuplappern, was er sozusagen pointiert immer wieder von sich gegeben hat. Ja, und aus dem Grund ist es mir eine besondere Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Kira Funke kommt aus Köln, ist gestern angereist und hat sich im Rahmen ihrer Dissertation schwerpunktmäßig mit Paulo Freire beschäftigt. Die ist letztes Jahr im Wachsmann Verlag erschienen unter dem Titel Paulo Freire. Da merkt man sich leicht Werk, Wirkung und Aktualität. Und diese Frage nach Wirkung und Aktualität ist ja eine, die uns beschäftigt. Kira Funke ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie arbeitet auch an der Universität im Rahmen von Lehraufträgen am Institut für Bildungswissenschaften, hat aber auch einen Brotberuf. Wie viele, die sich mit Freire beschäftigen, die leben eigentlich von was anderem, weil das ist sozusagen in der Regel nicht ausreichend. Tätig beim Landesjugendamt Rheinland und von daher mit Fragen der, mit vielen sozialen Fragestellungen reichlich vertraut. Armutslagen von Kindern und Jugendlichen, das ist so den Schwerpunktgebiet auch an dieser Stelle. Beschäftigt sich viel mit Fragen von Migration, Integration, freiwilliges Engagement, konstruktivistische Erziehungswissenschaft und natürlich freirianische Bildung. Über Paulo Freire nehme ich jetzt mal als Stichwort auf. Ich werde jetzt einfach vorstellen, wer Paulo Freire eigentlich war. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, wer kommt heute Abend hier hin. Viele kennen ihn vielleicht und wissen, was er getan hat, was er erdacht hat in den Hauptideen, aber andere vielleicht auch nicht. Andere sind vielleicht auch neugierig auf die Biografie. Insofern versuche ich da eine kleine Einführung auch zu geben, dass sozusagen alle auf dem gleichen Stand sind und auch gemeinsam mit diskutieren können. Und werde dann einfach ein paar Beispiele vorstellen, wie ich freirianische Praxis in Brasilien kennengelernt habe, die ich für besonders interessant halte und die, denke ich, auch Anknüpfungspunkte geben können für Nachdenken auch über Community Education, was ja das Oberthema sozusagen auch dieser Reihe ist. Insofern hoffe ich ja, dass ich was herausgepickt habe, was so ein bisschen in das passte, was auch hier so Ziel der Veranstaltung ist. Ja, Titel habe ich einfach mal genannt, Paulo Freire, Ideen und Beiträge zur postmodernen pädagogischen Praxis. Das ist heute hier nicht unser Hauptthema, aber das ist ein Thema, was, finde ich, sich durch Freire, wenn man ihn auch bis in die späten Werke hinein betrachtet, auch immer wieder zu erkennen ist, dass er so ein bisschen schwankt zwischen modernen und auch postmodernen Denken. Und deswegen finde ich, das zeichnet ihn so ein bisschen aus und zieht sich auch so ein bisschen durch die Ideen. Ja, ein Foto von Paulo Freire haben wir alle heute schon gesehen, auch in der anderen PowerPoint. Ist es klar, er war ein brasilianischer Pädagoge. Seine Hauptidee war eigentlich, soziale Gerechtigkeit zu verbinden mit der Idee einer Erziehung und Bildung. Er nennt das auch kritisches Bewusstsein, was er durch diese Erziehung und Bildung erreichen möchte. Und gerade in der ersten Zeit natürlich war die Hauptmethode, die er angewendet hat, die der Alphabetisierung. Er hat in aller Welt eine sehr große Resonanz gefunden, insbesondere mit den frühen Arbeiten.
Beispielsweise auch in Neuseeland, wo bis heute die Maori, die Ureinwohner, wenn man so will, in Neuseeland sich mit seinen Ideen beschäftigen und so weiter und so fort. Viele von seinen Ideen habe ich den Eindruck und habe ich auch so mitbekommen in Gesprächen im Rahmen der Dissertation, sind mittlerweile so auch pädagogisches Allgemeinwissen geworden. Man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, wo er eigentlich überall drin steckt. Sie nicken, das freut mich. Ja? Aber das macht es natürlich auch sehr schwer, seinen Spuren zu folgen. Dann habe ich nochmal hingeschrieben, Idealisierung, Fragezeichen, weil häufig, das ist so mein Eindruck auch, Frere im Diskurs ein bisschen als unkritisierbar gilt. Also er ist ohne Zweifel auch zu einem Mythos geworden. Ja, vielleicht zur Biografie, einfach damit man sich vorstellen kann, wer war er denn? Ich denke, das, was er getan hat, hat sehr, sehr stark mit seiner Biografie auch zu tun. Er wurde in Recife, also in Nordostbrasilien, geboren. Das ist eine der ärmsten Gegenden von Brasilien. Er hat Rechtswissenschaft studiert und dort auch einen Abschluss gemacht. Teil zum Beispiel dieser Idealisierung ist auch, dass häufig in den Biografien sehr, sehr stark darauf abgehoben wird, dass er auch Erfahrung von Hunger und Armut gemacht hat. Das trifft zu. Trotzdem ist es ganz klar, dass er in einer Mittelschichtsfamilie aufgewachsen ist, auch eine Mittelschichtsbiografie durchlaufen hat. Er war schon während seines Studiums Portugiesischlehrer, also hatte immer sehr starkes Interesse für Sprache und auch Sprachwissenschaft. Das merkt man auch in seinen Arbeiten. Ja, und er ist Vater von 5 Kindern. Er hat sich schließlich von der Rechtswissenschaft abgekehrt und hat sich dann seinem Interesse an Bildung und Erziehung eben geparkt mit diesem Interesse an Sprachen auch gewidmet und war dort sehr, sehr stark beeinflusst durch seine Grundschullehrerin. Das schreibt er auch immer wieder in seinen Werken, aber auch durch seine Ehefrau. Und ich wage mal als Frau auch zu behaupten, dass ihr Einfluss auch teilweise unterschätzt wird, immer noch bis heute. Ja, er hat dann gearbeitet im Sozialdienst des Arbeitgeberverbandes der Industrie viele Jahre lang in verschiedenen Positionen und hat dort eigentlich das erste Mal Kontakt bekommen mit Familien der sogenannten Arbeiterklasse und auch deren Problemen. Frere hat selber diese Zeit in seiner Biografie später problematisiert und hat gesagt, ja, eigentlich stand ich da ja auf der falschen Seite, weil ich war ja für den Arbeitgeberverband tätig, aber für ihn eben eine sehr, sehr prägende Zeit, weil er im Prinzip da sehr intensiven Kontakt erstmals aufgenommen hat mit den Personen und Familien, um die es ihm auch später ging. Ja, er hat dann seine Alphabetisierungsmethode entwickelt und gleichzeitig die katholischen Basisbewegungen, die in den frühen 60ern in Brasilien sehr aktiv waren, die sogenannte Ação Católica, unterstützt, aber auch die in verschiedenen gewerkschaftlichen Zusammenhängen. Und die Educação Popular, also die sogenannte Volkserziehung, hatte zu dieser Zeit eine Hochzeit. Also ich sage auch später nochmal was dazu in Bezug auf Brasilien. Das heißt, Frere war dort keine Ausnahme in dieser Zeit, aber er hat eine schon sehr bedeutende Rolle gespielt. Zu Freres Grundideen. Frere hat sehr, sehr stark mit dualen Begriffspaaren gearbeitet, insbesondere in den frühen Werken. Das ist auch was ihm häufig vorgeworfen wurde, dass er schwarz-weiß malt. Aber es hilft natürlich auch, und ich glaube, das ist auch eigentlich so eine heuristische Vereinfachung, die er dadurch anstrebt, klar zu machen, was er meint und was er will. Also ich glaube, das ist mein Eindruck, dass er das sehr, sehr bewusst gewählt hat, auch in dem Bewusstsein darüber, dass er sich dadurch auch angreifbar macht. Ja, also er spricht zum einen von der geschlossenen Gesellschaft in Bezug auf Brasilien, sieht also Brasilien in einem Zustand in der Zeit, wo er seine Ideen entwickelte, in erster Linie also in den 60er Jahren als geschlossene Gesellschaft, wie auch die Zitate so ein bisschen hergeben, und sagt, Brasilien hat einen Mangel an demokratischen Erfahrungen. Das insbesondere in dem Buch Erziehung als Praxis der Freiheit thematisiert er das. Also er kontrastiert das so ein bisschen zu diesem Begriff von Karl Popper, der offenen Gesellschaft. Ich habe dann auch noch mal mir bewusst gemacht, dass Karl Popper ja hier in Wien geboren wurde und auch hier begraben ist, fand ich ganz interessant. Also Frere hat überhaupt, man könnte einen eigenen Vortrag machen über ideengeschichtliche Wurzeln von Frere, die sind sehr, sehr vielfältig, teilweise aber auch sehr schwer identifizierbar. Also er hat wenig zitiert, viel dann nur in Fußnoten auf andere Autoren hingewiesen und sehr frei sich auch Ideen von anderen Autoren ausgeliehen, sag ich mal.
Ja, dann natürlich das sehr bekannte Begriffspaar Unterdrücker, Unterdrückte, das wahrscheinlich den meisten bekannt ist, schon allein aus dem Titel, auch Pädagogik der Unterdrückten. Und dann natürlich auch Subjekt, Objekt, also da schon ganz deutlich auch benannt, dass er natürlich das Ziel hat, dass alle Menschen Subjekte ihres Handels sein sollen. Das hast du ja auch schon in deiner Einführung benannt. Ja, dann zum Beispiel auch das Begriffspaar der Humanisierung, Enthumanisierung. Also es geht bei Frere auch ganz stark um Menschwerdung. Er war ja auch teilweise, nicht nur, aber auch christlich motiviert. In seiner praktischen Arbeit formuliert er dann das Gegensatzpaar der Bankiersmethode oder der problemformulierenden Methode der Erziehung, während die Bankiersmethode die Methode ist, die er kritisiert, als eine Methode, die im Prinzip Wissen einlagern will in einem Schüler oder Lerner, während er oder sie selber nicht aktiv an diesem Prozess beteiligt ist. Und ich denke, für seine Zeit, heute ist das etwas, was auch, denke ich, im pädagogischen Diskurs nichts Neues mehr ist. Für seine Zeit war das durchaus wirklich sehr, sehr radikal und revolutionär. Ja, der Begriff der Bewusstseinsbildung ist für ihn sehr, sehr wichtig natürlich auch und dann gekoppelt auch mit dem Begriff der Entmythologisierung. Das hängt zusammen so mit dieser Kultur des Schweigens, was auch in dem Zitat anklingt. Das Ziel also sozusagen, dieses Schweigen zu brechen und auch die Mythen sozusagen, wie er es nennt, die Gesellschaft definieren und wie Gesellschaft zu sein hat, zu durchleuchten und zu hinterfragen und überhaupt erstmal als auch Setzungen zu erkennen und nicht als Gott gegeben. Ja, Kodierung, Dekodierung, da geht es um das Lesen der Welt. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Also überhaupt erstmal Welt in einen Rahmen zu setzen und bewusst wahrzunehmen und dann aber auch zu entschlüsseln in gewisser Weise. Alphabetisierung geht nicht ohne Politisierung, das ist auch schon angeklungen. Und er nennt das pädagogische Aktion oder politische oder kulturelle Aktion. Also viele Begriffe werden bei ihm auch synonym verwendet. Das ist dann auch eine Herausforderung, weil man manchmal nicht weiß, meint er jetzt das Gleiche oder ist es jetzt was anderes? Und er beschreibt das einmal an einer Textstelle auch sehr schön, dass er sagt, weil das hat mich auch sehr geplagt im Rahmen der Arbeit an meiner Dissertation, dass ich manchmal dann nicht wusste, was ist es denn jetzt genau? Und er schreibt da an einer Stelle, dass insbesondere die europäischen Studenten in Seminaren und insbesondere die Deutschen auch immer gefragt hätten, ja, was denn jetzt? Also du schreibst auf Seite 20 das und auf Seite 100 das und wie passt das jetzt zusammen? Erklär doch mal. Und darüber macht er sich so ein bisschen lustig und sagt dann, also die lateinamerikanischen Studenten, die haben damit überhaupt kein Problem, die fragen mich viel mehr, was tun wir denn jetzt so? Was haben wir denn jetzt vor? Also insofern versuche ich da auch selber mit einer frärischen Gelassenheit auch dann an solche Synonyme zum Beispiel heranzugehen und zu versuchen, eher zu erspüren, was liegt denn eigentlich dahinter, hinter diesen Begriffen. Ja, Aktion und Reflexion taucht immer wieder auf. Das ist ja auch so ein bisschen so, habe ich auch verstanden, das Ziel des Paulo-Freire-Zentrums hier auch wirklich Theorie, Wissenschaft mit Praxis und mit praktischem Tun auch zu verbinden und da auch die Berührungsängste ein bisschen zu überwinden. Und das ist etwas, was, finde ich, sehr gut zu dieser frärischen Idee auch passt. Das ist natürlich für ihn ganz wichtig, auch für seine implizite Erkenntnistheorie im Prinzip, dass Mensch mal schon auf Welt bezogen ist und Welt aber auch dadurch natürlich gestaltet. Dann gibt es bei ihm häufig Begriffe wie Dialog, denke ich, ist sehr bekannt, aber auch Liebe, Hoffnung und Demut, also wie ich auch schon sagte, teilweise auch ein bisschen christlich inspiriert, aber wie ich finde, auch sehr brasilianisch. Ja, von seiner Art her. Das ist, denke ich, das sind Begriffe, die wir jetzt in der deutschsprachigen Literatur, in der Erziehungswissenschaft, damit sind wir sehr vorsichtig. Das ist für uns eher fremd, zumindest meiner Erfahrung nach. Das passt bei Paulo Freire alles wunderbar zusammen. Und dann natürlich der Begriff der Freiheit oder Befreiung, bei ihm sehr zentral, insbesondere auch in dem Werk Pädagogik der Unterdrückten. Ja, auch das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das vielleicht einigen schon bekannt ist, aber vielleicht nur für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz. Also diese Alphabetisierungsarbeit war natürlich sehr stark Schwerpunkt seiner Arbeit. Und wenn man sich vorstellt, dass in Brasilien sind heute immer noch 30% der Bevölkerung, ich glaube bis zu
ja, die Altersgruppe sowohl bei den Älteren als auch bei den jungen Schulpflichtigen, funktionale Analphabeten, in Deutschland sind es 15%, ich weiß nicht, wie es hier in Österreich aussieht, also insofern dieses Thema der Alphabetisierung ist nach wie vor sehr, sehr aktuell und ich werde auch gleich einige Lehrwerke zeigen oder Bilder von Lehrwerken, wie auch heute noch Alphabetisierungsarbeit freirianisch inspiriert in Brasilien gemacht wird. Seine Hauptidee war, mit sogenannten generativen Wörtern zu arbeiten, also Wörter, die eine hohe Bedeutung für die Person haben, die ihre Lebenswirklichkeit abbilden. Klassisches Beispiel ist das Wort Favela, also Armenviertel. Dieses Wort wurde aufgeschrieben und dann in verschiedene Silben getrennt und dann auch anhand von dieser Silbenauftrennung konnten neue Wörter gebaut und gebastelt werden. Man muss dazu sagen, das ist nichts, was Freire erfunden hat. Das wird häufig verwechselt, sondern es war gang und gäbe in Lateinamerika. Das lässt sich auch mit silbenzählenden Sprachen sehr schön machen. Im Deutschen würde das überhaupt nicht funktionieren. Aber was neu war eben, diese Idee der generativen Wörter, oder manchmal nennt er es auch generativen Themen, die er zum Beispiel auch durch Bilder, durch Dias, durch Zeichnungen dargestellt hat. Und die wurden dann im Rahmen dieser Lerngruppe diskutiert. Und dann war die Frage, ja, was bedeutet eigentlich Favela für euch? Habt ihr fließendes, sauberes Wasser? Habt ihr einen Platz zum Schlafen und so weiter und so fort? Das war sozusagen das Neue bei Freire. Also zum einen der Einsatz dieser Medien und zum anderen auch diese Diskussion. In São Paulo gibt es das Instituto Paulo Freire und dieses Institut macht verschiedenste, wirklich eine sehr, sehr große Palette von praktischen Umsetzungsversuchen, sage ich mal, und Projekten, die sich auf Freires Ideen beziehen. Und sie sind dabei gefördert aus unterschiedlichen Töpfen, also zum Teil private Sponsoren, aber auch sehr, sehr viel öffentliche Mittel, die dann aber natürlich auch, wie wir das auch hier in Europa kennen, immer wieder auslaufen, neu beantragt werden müssen und so weiter und so fort. Also auch da durchaus eine prekäre Situation. Aber was dabei herauskommt, ist eine sehr, sehr große Vielfalt von Projekten. Und ich habe jetzt einfach mal etwas rausgepickt als Beispiel. Und zwar ist das in diesem Fall ein Projekt der klassischen Volkserziehung, von dem ich auch den Eindruck hatte, das ist etwas, was sich auch ja, in gewisser Weise in Bezug bringen lässt zu dieser Idee der Community Education. In diesem konkreten Projekt ging es um Alphabetisierung, aber auch um Allgemeinbildung und politische Beteiligungsprozesse. Das spielte sich ab in der Stadt Guarulhos. Guarulhos ist eine sehr, sehr große Stadt, die direkt neben São Paulo liegt. Also auch der internationale Flughafen von São Paulo befindet sich in Guarulhos. Die Städte gehen also im Prinzip ineinander über. Und Zweck dieses Projektes war es, die Bevölkerung in den sehr, sehr benachteiligten Stadtteilen an Entscheidungsprozessen bezüglich des kommunalen Haushalts, also wir würden bei uns sagen, Bürgerhaushalt halt teilhaben zu lassen, also Orçamento Participativo, das ist jetzt dieses Plakat der Gemeinde Guarulhos, heißt nichts anderes als Bürgerhaushalt. Und die Idee war dann, ausgewählte Stadtteilvertreter, Vertreterinnen im Rahmen von Bildungsseminaren, die das dann das Instituto Paulo Freire durchführt, heranzuführen an diese Idee des Bürgerhaushaltes. Das fängt dann an, wirklich zu gucken, wie sieht es aus im Bereich der Alphabetisierung, müssen wir da noch Möglichkeiten anbieten, wie ist es bestellt mit der Idee von politischer Beteiligung insgesamt und überhaupt dann natürlich auch Kenntnisse von, in Bezug auf Haushaltsplanung. Es ist interessant, auch hier, das kenne ich auch aus Deutschland, aus meiner eigenen Arbeit und ich denke, das kennt ihr vielleicht auch aus euren Kontexten, dass das Instituto Paulo Freire seinen Auftrag nochmal ganz anders definiert hat als die Kommune Guarulhos. Also das Instituto Paulo Freire geht natürlich daran und sagt, wir vertreten hier in gewisser Weise auch so die Erbschaft Paulo Freires und deswegen wollen wir hier kritisches Bewusstsein wecken und auch wirklich möglicherweise in der Gemeinde Guarulhos für ein bisschen Unruhe sorgen, wenn ich es mal so sagen darf. Das war natürlich nicht erklärtes Ziel der Stadtverwaltung. Und so nimmt sich das IPF da auch ein bisschen die Freiheit heraus zu sagen, wir haben hier den Auftrag, also so kenne ich das auch
Bei uns ist dann natürlich die freien Träger zum Beispiel sagen, wir sind freie Träger, wir kriegen den Auftrag, aber wir haben hier ein Subsidiaritätsprinzip und wir machen dann unsere Arbeit auch so, wie sie als Fachkräfte verstehen und wie wir unseren Auftrag auch definieren. Also es war hochspannend. Ja, und deswegen auch dieser Begriff politischer Kampf, das ist ein Begriff, der, das weiß ich auch, ne, mögt ihr mir Rückmeldung geben, weiß ich nicht, wie es hier in Österreich ist. In Deutschland ist der nicht mehr gesellschaftsfähig, dieser Begriff. In Brasilien ist das überhaupt kein Problem. Also das ist etwas, wo man sich ganz normal in einem Fachdiskurs auch drüber unterhalten kann, wofür man politisch kämpft oder auch in Fach, in schriftlichen Diskursen. Ich habe gerade schon ein bisschen genannt, ist das... Freire im Prinzip als Motivator auch fungiert. Es gibt auch beim IPF andere Aktivitäten, zum Beispiel, dass das IPF die soziale, die Bewegung der Müllsammler und Müllsammlerinnen, die sich selber so nicht nennen, sondern sie nennen sich Sammlerinnen von Materialien, die wiederverwertbar sind. Die werden zum Beispiel auch sehr, sehr stark vom Paulo Freire Zentrum unterstützt. Das heißt, das ist eine sehr, sehr große Vielfalt, wie ich eingangs schon sagte. Und es geht im Prinzip Freire auf alles das anzuwenden, wo er irgendwie gebraucht wird. Und Freire hat da was Verbindendes, weil es in erster Linie um eine Haltung geht. Also es geht weniger darum, jetzt, wie ich auch vorhin schon sagte, genau zu gucken, was hat er denn jetzt eigentlich geschrieben und was meint er, sondern in erster Linie zu sehen, wo will er hin, wohin zieht er uns als Ziel, also als Visionsgeber auch. Und es geht ganz, ganz viel um Anerkennung, um Repräsentation und auch um Beziehungsebene. Wie stehen wir zueinander, wie sprechen wir miteinander? Also ich war bei einem Treffen mit diesen sogenannten Müllsammlerinnen im IPF dabei und ich hatte den Eindruck, dass das für sie eine wahnsinnig große Anerkennung war, überhaupt in diese Institution eingeladen zu werden. Und sie erschienen dort alle mit ihrer Uniform, die sie sich gemacht hatten, wo auch drauf stand, Bewegung der Müllsammler und so weiter und so fort, dass sie dort repräsentiert sind und sichtbar sind in ihrer Arbeit. Und sie legen auch sehr großen Wert darauf, dass das Arbeit ist, was sie tun. Ja, und da geht es natürlich auch um Stärkung des Selbstbewusstseins, ganz viel auch in den Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen, die selber in sehr prekären Situationen sind. Viele Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen unterrichten an 3, 4 Schulen und fahren dann nachts noch Taxi, um sich über Wasser zu halten. Und da geht es nicht nur um Lohnerhöhung, sondern eben auch die eigene Rolle zu definieren und welche Funktion erfülle ich eigentlich hier gesellschaftlich und für wen. Zum Thema Pädagogik und Politik, weil da habe ich das Gefühl, kommen dann die Fäden zusammen, auch im Blick auf die Community Education, dass wir im Prinzip auch uns in einem Drahtseilakt befinden, auf der einen Seite, dass Erziehung ja zu politischem Handeln befähigen soll. Also ich kenne jetzt die Gesetze in Österreich nicht so gut, aber bei uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es im Landesgesetz verankert. Also wir haben eigentlich sehr, sehr gute Gesetze, wo auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgehalten ist, dass es um Beteiligung geht, um Demokratieerziehung, um Befähigung zum kritischen und zum politischen Denken. Das ist eigentlich alles da in den Gesetzen. Aber auf der anderen Seite sind natürlich die Institutionen, die diese Aufgabe übernehmen sollen, an gesellschaftliche Werte gebunden und haben natürlich auch wir haben uns heute auch schon darüber unterhalten, eine Normierungsfunktion und auch eine Normierungsmacht. Bewusstseinsbildung ist aber trotzdem, da würde ich wirklich auch Freire zustimmen, immer schon ein politischer Prozess. Und ich denke auch, dass es wichtig ist zu sehen, dass Politik nicht gleich Parteipolitik ist. Also zum Beispiel das politische Engagement von jungen Menschen wird aus meiner Sicht komplett unterschätzt, weil die Definition dessen, was eigentlich politisch ist, fragwürdig ist. Aber wir haben es eigentlich auch in benachteiligten Situationen oder auch in benachteiligten Stadtteilen häufig mit einer hoch engagierten Jugend zu tun, die sich aber eben anders engagiert, als wir das kennen und anders engagiert, als wir das vielleicht auch möchten. Ja, und deswegen kann man eigentlich nur versuchen, auch Pädagogik demokratisch umzusetzen und in der Pädagogik demokratisch orientiert zu sein, wie es ja auch Freire versucht hat in seiner Arbeit, und Politik auch zu verstehen als einen Akt des Treffens und Vertretens von Entscheidungen und das halt dann eben auch für alle gilt. Das bedeutet dann, finde ich, auch für uns, dass wir zum Beispiel versuchen, auch die sozialen Dienstleistungen und das Bildungswesen gerecht zu gestalten. Also wer hat überhaupt Zugang? Wie sind die Übergänge gestaltet? Aber natürlich auch gibt es sehr, sehr viele
strukturelle Hindernisse, die uns immer wieder begrenzen und die wir pädagogisch nicht lösen können, wo wir auch ganz klar Verantwortung in die Politik machen, die politische Entscheidungen treffen, auch zurückgeben müssen und auch einfordern müssen, dass entsprechende Entscheidungen getroffen werden. So. Ja, danke schön. Das habe ich jetzt mal nachgeliefert. Das war jetzt ein sehr schöner Bogen von der Biografie Freires über zentrale Konzepte des älteren Freires und des jüngeren Freires. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, das auch mal so ein bisschen gegenübergestellt zu haben. Also diese alten Begriffe aus der Pädagogik der Unterdrückten, mit denen ich auch ein bisschen öfter arbeite in Lehrveranstaltungen, den Jüngeren aus der sehr lange nicht ins Deutsche übersetzten Pädagogik der Autonomie zum Beispiel, die im Wachsmann Verlag eben vor einigen Jahren dann auf Deutsch doch erschienen ist, wenn das jemand nachlesen möchte. Über dann das Beispiel oder zwei Beispiele, die das Institut Paulo Freire in São Paulo macht, an der Seite von Bewegungen. Bei dem einen geht es ja um den Bürgerhaushalt, partizipatives Budget, bei dem anderen um Organisationsprozesse von Basisbewegungen. Und das legt recht schön die Schiene oder passt, denke ich auch, oder ich hoffe auch aus eurer Sicht, sehr schön in das Thema der Veranstaltungsreihe, wo es ja um Community Education geht. Nicht? Also wo wir jetzt sozusagen diese Frage der Community, der Gemeinschaft, der Gruppen, die dahinter stehen, angesprochen haben. Schönen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Thank you.